Natürlich werden wir auch wieder auf viele Quicktime-Events treffen im Laufe des Spiels, aber das ist mittlerweile ja überhaupt bei Videospielen oder halt vor allem in dem Genre ein großes Thema. Nicht immer ist es gut, aber die meisten Sachen hier sind in Ordnung. Vieh will uns jetzt noch richtig schön nerven. Einer der ersten Zwischengegner der größeren Variation. Naja, nicht groß, hätte ich ausweichen sollen. Mal nach oben. Aua. Nicht gut. So. Das. Der Olymp. Ja, jedenfalls mal eines der spannendsten Tutorials oder Anfänge, die wir seit längerer Zeit erlebt haben. Still. Kisten aufmachen wird nachher noch richtig nervig, denn er macht sie mit einer Hand und er braucht verhältnismäßig lange dafür. Das ist etwas, was er sich echt irgendwie sparen hätten können teilweise. Soldaten.
Mit L1 arbeiten, um das Ganze hier noch irgendwie aufzuwerten. Wir können wirklich jetzt hier zu Beginn viele schöne Dinge machen. Wir dann noch mehrere Waffen und Items und vor allem auch neue Angriffe bekommen, die noch viele Möglichkeiten hinsichtlich Tötungsvariationen bieten. Natürlich. Kette des Gleichgewichts. Wer vor allem Devil May Cry Fan ist und war, wird sich freuen darüber, dass es auch hier durchaus Angriffe gibt, wo wir uns lange in der Luft befinden. Ich weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Noch mit. Das hier ist Magie. So das Kerlchen hier. Mal aus der Ecke wegkommen hier. Aua, nicht gut. Die inneren Wälder ziehen schließlich. Hier etwas ganz Besonderes, was ich mal zeigen möchte. Nachdem wir diesen Schalter betätigt haben, oder davor noch am besten. Wer schon immer mal den alten Gotteskrieg sehen wollte, hier ist er, Ares. Absolut nette Idee, dass sie ihn hier einfach unterhalb des Bodens hingelegt haben.